So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen und hallo zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Penny's Big Breakaway. Ein Abenteuer, in dem wir mit einem Jojo, ja, spielen werden. Und anscheinend gibt es jetzt hier einen Trailer, oder? Tja, es könnte jetzt ein Trailer sein. Schauen wir uns hier mal an. Oder ein Opening. Schauen wir uns das halt mal an. Naja, generell können wir dazu jetzt auch noch ein paar Sachen sabbeln. Penny's Big Breakaway ist ein Spiel, was wir mit einem Jojo, was man jetzt hier sehen kann, bestreiten kann. Ein Jojo, was ein kleines Eigenleben hat. Und was daraufhin auf jeden Fall sorgte, dass der König entblößt wurde und erstmal seine Pinguinarmee uns entgegenschickte, um uns zu bestrafen. Also müssen wir auf jeden Fall seinen Pinguinhorden entkommen, halsbrecherische Stunts, Plattformpassagen und so weiter und so fort absolvieren, um uns vor der Strafe zu entziehen, die Horden des Königs zu besiegen. Dabei ein paar Tricks mit dem Jojo absolvieren. Und ja. Mehr weiß ich also bis jetzt auch nicht so recht. Abgesehen davon, das Spiel wurde von den Leuten gemacht, die auch beim Spiel Sonic Mania mitgearbeitet haben. So viel weiß ich daher wird das Ganze so auch ziemlich rasant werden. Darüber hinaus hat Penny's Big Breakaway 40 Level. 11 Welten, ein Time-Attack-Modus, dann sagst du so auch viele verschiedene andere Quests. Und ja, wollen wir dann doch mal sehen, wie wir denn uns dabei hier schlagen werden. Und ob wir gleich das Ganze noch einmal sehen werden. Auf alle Fälle wurde das Spiel hier im letzten Jahr angekündigt. Und ja, ganz Shadow Drop-mäßig aus dem Nichts. Am Mittwoch, dem 21. Februar, während der Nintendo Direct Partner Showcase 2024, Februar, veröffentlicht. Ja, es wurde mir nichts, dir nichts veröffentlicht. Und ja, da wird es jetzt, Zeit, dass wir, jetzt hier auch mal spielen werden. Sah auf jeden Fall ziemlich gut aus. Das Spiel, Zielmarke ein, Bildschirm wackeln aus, auf besten Listen posten aus. Gut, da bin ich zufrieden. Sound. Also, ich finde, alles in Ordnung. Sprache ist natürlich ja Deutsch. Steuerung, das wird interessant. Steuerungsart Profi? Einfach, Na, ich würde mal sagen, Profi wäre in diesem Falle, der Schwierigkeitsgrad oder die Steuerungsart normal. Also, springen tun wir mit L1 und R1. Gute Fahrt, entweder mit L2 oder R2. Gute Fahrt geht, ebenfalls auch mit dem Kreis. Springen geht mit X, mit Viereck können wir, wiederum werfen. Ebenfalls, auch mit dem rechten Control-Stick. Kamera mit dem Steuerkreuz und werfen, ich meine natürlich bewegen, mit dem linken Stick. Ja, wird sicherlich sowieso noch alles erklärt werden. Wie schon erwähnt, es gibt insgesamt 40 Level, 11 Welten. Und ich gehe eigentlich mal davon aus, dass die 11. Welt, also die erste Welt, theoretisch ein Prolog oder Tutorial ist. Also könnte das vielleicht nicht so ganz als Welt zählen, aber... Ja, mal sehen. Extras, was haben wir? Sammelalbum. Da haben wir noch nichts freigeschaltet. Aber hier können wir auf jeden Fall schon mal die Welten sehen. Vanillastadt ist, Welt 1. Welt 2 ist, warte mal, wo ist Welt 2 denn? Vanillastadt ist Welt 1.1. Moment. Wie viele Level... Warte mal, gerade mal 4 Level in einer Welt? Welt 2 hat gerade mal 2 Level? Okay.
Das wird interessant. Oh, und Sonderlevel gibt es der Sack auch. Also Sternwelten gibt es ebenfalls. Na, das kann jetzt auf jeden Fall ziemlich interessant werden, würde ich mal sagen. Und insgesamt der Sack anscheinend 15 Sternwelten. Okay. Das wird interessant werden. Also beginnen wir mal den Story-Modus. Mal sehen, wie wir Elsack mit einem Jojo hantieren werden. Ich hatte natürlich in meiner Kindheit natürlich auch ein Jojo gehabt. Aber beim besten Willen, ich konnte damit Elsack bloß normale, ja, Auf- und Abbewegungen. Und Elsack beim besten Willen nie irgendwelche Kunststückchen damit machen, was andere konnten. Aber auf jeden Fall, eine Talentshow ist Elsack jetzt hier zugegen. In Vanillastadt. Aber ja, anscheinend ist er, sagt Penny, genauso begabt mit einem Jojo wie ich. Nicht gerade sehr gut. Aber dabei muss dann, er sagt, auf jeden Fall, er sagt, auch das magische Plapper-Jojo kommen. Endlich können sie frische Talente versuchen, das ist ja riesig. Offenes Casting ist riesig. Eddie hat das vorher noch nie gemacht. Wir werden vor Imperator Eddie höchst selbst auftreten. Ich kann sie erwarten, einige neue Nummern zu sehen. Es ist so lange her. Tja. Also ich würde mal sagen, dass... Oh, verdammt nochmal, sorry. Das könnte, sag, vielleicht die Nummer Gassi gehen sein. Mit einem schnellen Hund. Das ist meine Chance, ein Superstar der Gala zu sein. Ich kann nicht glauben, dass Eddie ein offenes Casting zulässt, was seine Meinung geändert hat. Aber generell bräuchten wir, er sagt, doch sowieso bloß insgesamt 3 Tasten eigentlich. Und natürlich müssten wir, er sagt, auch Münzen besorgen, aber die gute Fahrt wäre, er sagt, glaube ich, jetzt aktuell noch nicht machbar. Hey! Das zählt nicht. Aber generell, die gute Fahrt... wäre er, sagt, jetzt sowieso noch nicht am Start. Weil das, dafür bräuchten wir auf jeden Fall unser magisches Jojo. Aber gut, anscheinend habe ich jetzt, er sagt, auch sowieso schon ein paar Münzen verloren. Schade. Also eine richtig hohe Punktzahl werde ich also jetzt erstmal hier nicht kriegen. Jahrelang ist Imperator Eddie die einzige, als einziger auf der Gala aufgetreten. Och, komm schon. Na gut, so habe ich wenigstens noch mal das große Glück, vielleicht irgendwie meine Münzen noch zu kriegen. Ist aber schon ein bisschen fies, dass die jetzt auch wegfallen können. Aber gut. Ist die Gala jetzt unter neuer Leitung? Gute Frage, nächste Frage. Richter Rufus ist häufig in den Palast gekommen. Ich frage mich, ob er in das Casting eingebunden ist. Tja. Eddie macht nichts anderes, als auf der Bühne schwere Dinge zu heben und wieder abzusetzen. Eddie macht nichts anderes. Okay, das haben wir. Psst. Lässt er nicht über Eddie, wenn seine Pinguinwachen dich hören. Aber ja, im Großen und Ganzen, Imperator Eddies Pinguinwachen gehorchen jeder seiner Launen. Aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt einfach mal so sagen, das müsste doch eigentlich wirklich jetzt Toriel sein. Ich bin zu schüchtern für einen Auftritt, ich werde nur zusehen. Tja. Ich spare meine Energie für mein Debüt auf. Okay, das sind jetzt auch wirklich ziemlich viele nervöse Leute hier. Aber woher kriegen wir jetzt...
jetzt eigentlich auch gleich unser magisches Jojo her? Tja, und wann verschwinden eigentlich die Münzen? Nicht allzu schnell, wie es aussieht. Ah, sieh mal, wenn man den Control-Stick dreht, dann können wir sogar auch einen Rundumschlag machen. Und jetzt haben wir anscheinend magisches Garn gefunden. Unser Jojo hat ein Upgrade bekommen. Ja, oh, eine kosmische Schnur. Wie seltsam. Vielleicht hilft sie dir ja beim Casting. Ja. Auf zu Imperator Eddy. Okay, das geht der Sack jetzt schon auf Zeit? Okay, wirf dein Jojo. Mit Tierk oder R, um dein Jojo zu werfen. Du kannst verwenden, um mit vielen in der Welt witzigerweise zu interagieren. Probier's aus. Ja, doch. Okay, das war jetzt also leider nicht gerade sehr erfolgreich, aber... Wir müssen doch auch erstmal sehen, was wir jetzt hier alles machen können. Auf jeden Fall... Kommen wir jetzt erstmal hier nicht so weiter. Das Casting ist sehr gut besucht. Ah, wir können, sagt er, auch Energie aufsparen. Okay, Checkpoint. Aha. Jojo zu... Ja, doch. Okay, um einen Sport auszuführen. Also, wir können ja wirklich sagen, das ist ja jetzt noch mehr Tutorial als sonst was. So ziehen. Okay, so schmuggeln wir uns auf jeden Fall ein bisschen weiter vor. Aber zeittechnisch... Aber zeittechnisch ist es sicherlich nicht gerade so toll. Hm, 2 Minuten 58. Nicht gut. Erhebt euch für den leuchtenden Stern der Bühne. Unseren gütigen und muskelbepackten Helden. Den Mann mit dem goldenen Bizeps.
Imperator Eddie. Und Richter Rufus ist auch hier. Herr Rümpf! Achtung! Das Gala-Casting hat begonnen! Seine Majestät Imperator wird nun den ersten Künstler empfangen. Fräulein Penny auf die Bühne! Okay, ich leg da mal los. Yippie! Endlich können wir ansatzweise Tricks mit dem Jojo machen. Wow, yay! Ich meine, großartig bemerkenswerte Show. Zum Anbeißen. Jojo, nein! Oh! Verbrechen! Ein Verbrechen wurde begangen! Das kriminelle Entkleiden der imperialen Persönlichkeit. Kriminelles Chaos im Editorium. Es ist alles im Buch der Gesetze festgehalten. Deine mehrfach monströsen Missetaten. Junge Dame, du bist eine Verbrecherin. Wachen, ergreift sie und steckt sie ins Gefängnis für 10.000 Jahre. Die Pinguingarde zum Einsatz. Tja, perfekter Prolog anscheinend. Szene Start 1-1. Vanilla Stadt Stadtgeschütz. Ja. Hallo! Also ich will auf jeden Fall versuchen, in der Sack einige Münzen zu kriegen. Okay, das war der Sack nicht so gut. Ah, komm schon, Münze. Gut. Gut, gut. Also, das war also wirklich erst das... Das war also erstmals wirklich, er sagt, das Tutorial gewesen. Okay, das war vielleicht ja nicht gerade so gut. Gut, Checkpoint. Verdammt nochmal. Ausgeschieden, ein Level verloren. Ein Leben verloren. Okay, das ist jetzt wirklich blöd gelaufen. Ah, wir können uns jetzt auch festhalten. Höchstwahrscheinlich habe ich das jetzt übersprungen. Höchstwahrscheinlich habe ich das wohl jetzt übersprungen gehabt. Okay, das hatte ich auf jeden Fall jetzt übersprungen. Und was ist da jetzt hier? Uns fehlen 5 Bolzen. Wo können sie nur sein?
Oh, das ist doch jetzt möglich. Schmucke muss wunderkennen. Nimm dieses Schaustück. Okay, haben wir. Okay, ich muss, wie es aussieht, jetzt sagt, immer noch ein bisschen dabei lernen. Oh, nicht schon wieder. Ich wäre jetzt ja schon fast wieder in den Abgrund gefallen. Aber warte mal, 5 Bolzen. Wir haben gerade mal doch jetzt... Warte, was ist das jetzt hier? Wenn du Bewohner in Not hilfst, dann werden sie dich am Ende der Stufe sehen wollen. Ein größeres Publikum bedeutet einen größeren Bonus. Okay. Wartet mal, wieso zum Henker? Ich will lieber nicht wissen, weshalb man da alles runtersprengen kann. Wir haben überall nach diesem Bolzen gesucht, danke. Gott. Checkpoint. Und da sind auch die Pinguinwachen. Okay, dem Pinguin sollten wir am besten versuchen zu entkommen. Oh, nicht schon wieder! So, was ist die Mission? Ich bin so hungrig, was, wenn eine Taube mein Sandwich stiehlt? Mein Mittagessen von Tauben umgerührt. Welch eine Erleichterung. Ja, nicht zu danken. Ach, komm schon. Ich brauche noch die Münzen hier. So, was, ich muss den Draht. Gut. Oh, das ist doch erst jetzt wieder lächerlich. Einmal glaube ich ja, sagt man, soll hier was auf Zeit machen. Okay, bei manchen Sachen muss ich ja. Warte mal, da drüben ist der jetzt auch noch. Och, komm schon!
Gut, wir haben auf jeden Fall eine Schraube, sagt schon mal nicht erhalten. Ob das, sagt am Ende was ausmacht, ich weiß nicht. Okay, jetzt scheinen wir, wie es aussieht, wohl am Ende angelangt zu sein, der ersten Welt. Soll das jetzt das Ende wirklich sein? Hey! Also so schnell konntest du jetzt nichts machen! Ich würde da jetzt erstmal fortfahren. Okay. Zeit ist ja, sagt jetzt aus, hier nicht von Bedeutung. Wir arbeiten vielleicht im Aufbau von Vanilla Start. Naja, wir hätten eigentlich jetzt sowieso auch eher 40.000 Punkte haben können. Okay, ich muss auf... auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger jetzt sein. Oh, nicht schon... Okay, ah, das hat etwas Katarisches, was? Auf jeden Fall haben wir, sag ich jetzt, diese Extra-Quest absolviert. Meine Münze, ich hab sie für immer mir für später aufgespart, tut mir leid. Sie Schalter waren ziemlich schick, oder? Okay, mein Boss diese Notiz bringen. Wo ist denn jetzt der Boss? Hier? Nein. Der Boss schaut uns zu. Hallo Boss. Gut, da ist die Nachricht. Wunderbar. Also, alles richtig machen werde ich hier auf jeden Fall nicht, das ist klar. Checkpoint erreicht, gut. Und da werden wir also von der anderen Seite kommen. Sollen wir alle...
alle was beisteuern, um Imperator Eddie neue Unterhosen zu kaufen. Also es geht ja vor allem jetzt, er sagt eher um die Hose. Okay, das war jetzt, er sagt, wieder, er sagt mal überhaupt nichts. Natürlich, wenn der sagt... wenn wir es natürlich von der anderen Seite versuchen würden, würde es natürlich, er sagt, mehr bringen. Aber aktuell weiß ich, er sagt auch noch nicht so ganz, wozu sind er sagt jetzt hier die Münzen gut? Imperator Eddie war nur ein Künstlername, aber wir haben uns hinreißen lassen und einen Palast gebaut. Gut, jump and run. Jump and run. Menschenskinder, so ganz klar komme ich erst okay mit noch nicht. Warte, was ist das? Bitte rette unseren Blumen. Sie haben uns nichts Falsches gemacht. Warte mal, wie sollte ich da jetzt wegkommen? Wir haben zwar jetzt schon eine Menge Lebenspunkte verloren. Komm schon, das ist doch... Jetzt mal wieder ist... Das ist doch alles lächerlich. Okay, versuchen wir das Bonus-Level noch einmal. Okay, es war jetzt schade für die armen Pinguine.
Okay, keine Ahnung, wieso ich jetzt der Sack nicht die Möglichkeit hatte, die Blume da zu kriegen. Aber eins weiß ich auf jeden Fall, Bunnet. Ach so. Diese Pinguine bringen mich hier, sag jetzt noch ins Grab. Hä, wieso? Wieso konntest du die jetzt erst wieder nicht abschütteln? Soll man die einfach nur abschütteln, indem man den Sack springt? Also auf jeden Fall für... Es wäre da bloß noch eine Blume gewesen. Aber ich bin hier bei Isaac auch viel zu langsam unterwegs. Okay, wir haben es geschafft. Du hast unsere Blumen gerettet. Danke, sie sind so hübsch. Also gut, das haben wir jetzt wenigstens hingekriegt. Okay, zeittechnisch werde ich hierbei nun wirklich rein gar nichts gut hinkriegen. Okay, wir kriegen hier aber nun wirklich also keine guten Punkte beisammen. Das ist auf jeden Fall klar. Aber immerhin haben wir jetzt also die Extra-Show gut auf die Reihe gekriegt.